Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und ich möchte hier mal einen sehr frechen Satz hinstellen. Wer nicht für sich selber sorgen kann, der kann auch nicht für andere sorgen. Und zwar gilt der für all die, die sich eigentlich permanent selber überfordern, um anderen zu helfen. Ich meine gar nicht unbedingt die, die es übernommen haben, in der Familie einen Pflegefall sozusagen zu betreuen oder so etwas. Die sind auch betroffen, das weiß ich wohl, sondern auch die, die beim Freund helfen und hier was machen und da was machen. Und okay, das gehört sicherlich auch zum Nicht-Nein-Sagen-Können. Darüber gibt es ja nochmal einen anderen Film, den verlinke ich hier jetzt mal. Aber sich bewusst zu sein, dass man sich selber da auch mal an die erste Stelle stellen muss. Es hat mir sehr geholfen, ein wunderbarer Vergleich. Und zwar das Flugzeug mit den Sauerstoffmasken. Da wird ganz klar, kommt ganz klar die Ansage, man nehme die Maske erstmal für sich selber, bevor man den Nachbarn hilft oder den Kindern oder so. Da ist es uns klar, wenn wir umkippen, da ist keinem gedient. Und insofern gilt das aber auch fürs richtige Leben. Also da schauen wir nicht, wie es uns selber geht, ob wir das noch leisten können oder nicht. Und da möchte ich jetzt mal Mut machen, auch mal zu sagen, ich brauche im Moment eine Auszeit, das mag in 4 Wochen oder in 1/4 Jahr wieder anders sein, aber im Moment geht das nicht mehr. Denn wer nicht für sich selber sorgen kann, kann auch nicht für andere sorgen. Ich weiß, der Satz kneift so ein bisschen und ist so ein bisschen unkommod, aber es stimmt. Und da möchte ich jetzt einfach mal Mut machen, sich dessen mal bewusst zu werden. Wir haben auch eine Fürsorgepflicht uns selber gegenüber. Und ganz viel Spaß dabei, vor allem bei der Auszeit. Tschüss!